Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Bloodborne. Ich habe zwar einen Riesenhaufen Seelen dabei, es sind auch noch ein paar mehr geworden, gerade ehrlich zu sein, zeige ich euch gleich warum. Weil ich mich noch ein bisschen umgeguckt habe, ich war einfach neugierig. Ich habe gerade überlegt, ob ich aufhören soll oder ob ich weitermache und ich habe mich dann dazu entschieden, einfach noch ein bisschen zu gucken. Aber ich habe viele Seelen dabei, aber ich riskiere es jetzt trotzdem weiterzumachen. Ich zeige euch noch ganz schnell was. Hier geht es nämlich auch noch runter. Da musste ich leider schon ein paar Leute verkloppen. Hier unten stehen nochmal zwei von diesen, ein Feuerfritze und ein Schwertfritze. Der Schwertfritze steht hier drin und der Feuerfritze, der steht da gegenüber. Was aber noch viel cooler ist, hier steht die Glockenläutende. Und wenn er die platt macht, dann kommen natürlich keine PvP-Gegner mehr. Es sei denn, ihr steht da drauf. Gut, hier liegt noch ein Blutsteinbrocken. Den habe ich vorhin extra mal nicht aufgesammelt. Und das hier ist auch noch ein extra Weg. Hier läuft auch noch so eine Krabbe rum. Die habe ich schon mal platt gemacht. Die lässt auch Blutsteinbrocken fallen. Da liegen die Überreste, glaube ich. Und hier kommt man jetzt am Anfang wieder raus. Das ist nämlich diese Sackgasse hier. Upsa. Das ist die Sackgasse. Da können wir hinten wieder rauslaufen. Und sind dann wieder relativ weit vorne im Level. Aber ich zeige euch noch den Weg, wie man von hier aus dort reinkommt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es natürlich nicht ausprobiert, aber vielleicht ist es auf die Art und Weise natürlich auch einfacher, mit den vier Schwertschwingern klarzukommen. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, weil man kommt ja im Endeffekt genau dort oben wieder raus, wo die Treppe runterlatschen. Also eher mit Vorsicht zu genießen, ob das wirklich was bringt. Jedenfalls gehe ich jetzt hier einmal wieder hoch. Dort kommen die vier Schwertschwinger runter, beziehungsweise Feuer- und Schwertschwinger. Und hier geht es jetzt letztendlich weiter. Dort haben wir aufgehört vorhin. Da steht eine junge Dame, die weint ganz bitterlich. Ist natürlich nicht schön. Ich glaube auch, die hat irgendwie... Ja... Ist das eine Fehlgeburt? Oder eine Abtreibung? Wobei ich da eigentlich damit rechnen würde, dass das Blut weiter unten rauskommt. Aber das ist egal, so ist natürlich offensichtlicher. Truhe ist auch neu, die habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Oh, das ist ja Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Dafür hätte es meines Erachtens keine Truhe gebraucht. Und hier ist der 25. Shortcut in dem Level, wie es aussieht. Wir kommen raus, wo? Ah, genau am Levelanfang. Das ist ja cool. Die Shortcuts, die sind alle übereinander angeordnet. Das heißt, das ist der Anfang vom Level. Da unten rechts ist die Laterne. Und jetzt wissen wir auch, wofür der Hebel hier war. Oder wo er hinführt. Wofür er war, das wussten wir vorher schon. Jedenfalls geht es dann hier die Rettamente raus. Und wir kommen zu dir. Ach, ich kann praktisch überhaupt nicht mit dir reden. Die heult nur. Die heult nur. Aber besonders hübsch ist sie ja nicht, ehrlich gesagt. Sieht ein bisschen tot aus. Okay. Der einzige Weg, auf dem es weitergehen kann, ist ja dann demnach hier.
Aufzug nach oben. Das ist der Bosskampf. Ziemlich deutlich. Große Waffe, kleine Waffe. Keine Ahnung. Kleine Waffe. Das sieht mal wieder nach einem Boss aus, durch den man durchgucken muss, um bekämpfen zu können. Ich bin der Ansicht, dass ich mir meine hallo? Mein Kram schon mal bereitlege. Oh, hoppla. Ich glaube, ich muss hinter den kommen. Ne? Irgendwie. Habe ich getroffen? Nö. Oh, scheiße, was... Oh, scheiße. Ich will heim. Sind zwei. Waffe gefährdet, ja, fantastisch. Ja, ich möchte wieder erwachen. Waffe gefährdet. Das sind so Sachen, die gefallen mir gar nicht. Ja, ich kehre mal zurück. Ja. 147.000, das ist schon durchaus eine Zahl, wo ich sage, wir gehen mal auf Nummer sicher. Zumindest habe ich das Viech mal kennengelernt. Aber als allererstes müssen wir natürlich unsere schöne Waffe reparieren. Ludwigs. So. Kann ich auch verstärken? Der Toni, der lässt sich tatsächlich verstärken. Habe ich genügend Brocken gefunden. Das ist ja auch nicht schlecht. Blutedelsteine habe ich, glaube ich, gar nichts Großartiges Zusätzliches gefunden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, GP-Erhöhung. Jetzt brauche ich sicher keine Mondrune, sondern eher eine Ausdauer- oder GP-Erhöhung. Einmal hier Ausdauer. Und dann... Ausdauer plus 15. Ich glaube, die stacken auch. Nahtod heilt weiter, bessere Fiolen, GP-Erholung, ja. Das sieht so aus, als würde das Sinn machen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob ich gegen physischen Schaden oder gegen was auch immer mich idealerweise ausstatte. Wobei diese Messer, die da hat, das sieht ja eher nach physischer Schaden aus.
Also da wäre die natürlich nicht schlecht. Blutabwehr, das weiß ich nicht. Ist das Arkan oder Blut? Ich probiere mal das. Der hat natürlich wenig bei den anderen Sachen. Vielleicht ist er sogar besser. Den nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Blut. Na gut. Ja, physische Abwehr gibt es halt einfach nichts Besseres als das Jägergewand. Da gibt es noch die versenkten Jägerhandschuhe, die, aber 50, 50, 50 gegen 60, 40, 40. Ja, 50, 60, 60. Das ist nicht schlecht. Okay. Feuer macht es ja nicht, wie es aussieht. Schwarze Jagulhose, die scheint nicht schlecht zu sein. Ja. Ja. Also klamottentechnisch wird es nicht besser. Gut. Aber unser eigentliches Ziel war es natürlich hier, das Invest in meinen Körper zu tätigen. Ich muss nicht schlafen. Nun gut, lasst mich. So, und da sollten ja eigentlich fast zwei Level drin sein. Stärke ist immer gut. Das sind 4-1-1. 4-1-1. Und das sind 4-2-1. Soll ich Ausdauer nochmal leveln oder soll ich wieder Vitalität leveln? Ich level Vitalität. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht so recht, was ich nehmen soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche gar nichts wirklich. Das ist zu teuer, leider. Ja, komm. Das nehme ich mal mit. Den Rest hole ich mir auch irgendwann noch. Ja. So. Okay. Dann geht's wieder ab zu Mergos Speicher. Ich denke, ich werde Mergo jetzt nochmal ein, zwei Mal probieren und dann gegebenenfalls, wenn ich sie nicht schaffen sollte, werde ich eine extra Bosskampffolge wieder machen. Das ist ja oftmals das Sinnhafteste, finde ich jedenfalls. Also hier so mittendrin irgendwie ein Bosskampf, da bin ich immer schlecht vorbereitet oder fühle mich zumindest schlecht vorbereitet. Und deswegen habe ich da irgendwie so ein... Ich habe da einfach ein Thema damit.
Aber was natürlich schön ist, ist, dass ich jetzt hier direkt Gerät bedienen kann. Und dann komme ich direkt oben raus, ohne gegen das ganze Geschmeiß kämpfen zu müssen. Obwohl das hier natürlich auch eine gute Gelegenheit wäre, im Notfall auch nochmal Levels einzufahren. Womöglich ist das sogar so gedacht. Also hier kommt auf jeden Fall kein Gegner vorbei. Was ja nett ist. Und ich kann... Und ich kann dann direkt hochfahren. So. Damit hätte ich den Aufzug auch schon wieder so platziert, dass ich später wieder loslegen kann, aber jetzt gucken wir uns die gute Mergo noch mal genauer an. Oder heißt das so? Mergos Amme. Amme. Lülülülülü. Oh ja, hat mich gleich mal kalt erwischt. Sehr schön. Aha. Super. Mhm. Ah nee, mach doch keinen Scheiß. Kann ich aber auf jeden Fall Fettschaden machen. Ah, nee. Oh. Okay. Ein Treffer tot. Respekt. Aber das ist natürlich wirklich eine Wahnsinnsgelegenheit, richtig Schaden zu machen. Und mit der schnellen Klinge, da habe ich im Prinzip auch kein Problem damit. Und ansonsten versuche ich jetzt einfach weit weg zu bleiben. Und dann kann ich die vielleicht sogar packen. Ist möglicherweise gar nicht so traumatisch. Aber ich bin jetzt natürlich auch im Rage-Modus da reingegangen. Das war vielleicht nicht so ganz optimal. Ja. Oh shit. Fährt er jetzt? Na, dann fährt er halt nicht. Dann fährt er halt nicht. Ist ja wurscht. Aber der ist da. So. Also, lasst mal Mergo zu mir kommen. Also links rum, da macht er anscheinend so gut wie immer. Oh, oh, oh.
Das ist, glaube ich, auch ein guter Eingriffzeitpunkt. Ah, geht schon los. Ah, nee. Ah. Mist. Ich habe die ganze Zeit auf den Heilen-Button gedrückt, aber er hat mich unterbrochen beim Heilen. Also da muss ich natürlich noch ein Augenmerk drauf richten. Ja, ich würde sagen, eigentlich sind wir genau an der Grenze jetzt im Moment gerade. Das heißt, ich mache an der Stelle jetzt einfach mal Schluss. Würde sagen, hat mir Spaß gemacht. Mergus Amme müsste eigentlich besiegbar sein. Das werden wir dann hoffentlich beim nächsten Mal hin. Bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.